Zurück in Yokohama, 8-Ball, Phase 2 mit mir, Ralfinger IP, direkt ins Rennen, ab geht die Post. Los, da schreit er mich an, ne? Ich versuche natürlich mal gleich hier die Leute ein bisschen Verwirrung zu stiften, abzudrängen, denen ins Heck zu fahren, wie auch immer. Ich habe eine recht gute, eine robuste Karre, mit der ich auch mal einen hier schön in die Wand setzen kann. Wie wäre es, wenn ich heute mal von hinten aufräume, mal ein bisschen mehr so Karambolage-mäßig, wollte ich sagen, rumfahre. Aber selbst hier in die Wand fahren, das war ein bisschen bescheuert gerade. Ja, die haben wir ganz schön abgedreht beide. Ein Rempler noch. Wow, das ist natürlich mies hier mit der Sprungschanze. Wow, da ist er ja. Also warte mal, seht ihr hier vor mir, der Typ, das müsste doch dieser, der theoretisch Zweiter ist sein, der Ethan. Ja, gut gedreht. Da die Kamera auch sehr schön direkt in der Action-Szene, in der Ecke. Meine Motorhaube hat sie mir gerade weggefeuert. War das auch eine miese Runde, habt ihr gesehen? Da könnte man, glaube ich, verliert man schnell die Orientierung, wo man denn langfahren muss. Weil es da so zwei Abzweigungen gab. Aber ich glaube, ich bin noch richtig gefahren, weil ich irgendwie noch Erster bin. Immerhin. So. Sprung. Handbremse und rum hier. Nächster Sprung. Bloß über diese Dinger hier drüber kommen. Wow. Das ist echt mies hier. Das sind drei Sprungschanzen nebeneinander, ey. Das ist echt mies, ey. Aber gut, solange es mich nicht erwischt. Und rot auf rot und genau. Das war der Punkt, den ich meinte. Rot auf rot. Und da bin ich gekommen, da muss ich lang. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Diese Fahnen, die da stehen, markieren natürlich auch den Ausgang, wo du herkommst. Also blau auf blau hier auf meiner Seite, auf der anderen Seite. Das ist irgendwie an mir komplett vorbeigegangen bis jetzt. Hier kommt wieder gelb, auf der anderen Seite gelb und da drüben ist dann wieder, ich fahre aus blau raus und muss in blau rein. Cool, wusste ich gar nicht, weil früher hat mich das immer total verwirrt. Hier wieder gelb und auf gelb, genau. Na gut. Der erste ist schon wieder draußen, wie ihr seht. Da hatte die Nummer 8 und stand da ein bisschen in der Gegend rum. So, jetzt wieder rot auf rot, würde ich sagen. Nee, grün auf grün, dann kommt rot. Ich habe aber kein Nitro mehr, langsam alles rausgeballert hier. Aber gut, immerhin noch mehr als die Hälfte der Energie und erster Platz in der vierten Runde. Schaut auch gar nicht mal so schlecht aus für mich, würde ich sagen. Ja, pass auf den Lack auf hier. Mein Lack, der ist so pink, das ist doch völlig egal, wie mein Lack aussieht. Warum drifte ich denn hier schon rum? Na egal. Also auf jeden Fall eine geile Karre, die ich habe. Wow, oh, das war echt das Nie-Pferd der Autos hier gerade. Dieser Abschnittwagen hat so viel Power, ey. So, ich bin natürlich der Einzige, der ihn trifft, war ja klar. So, jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen Nitro safe. Schon wieder der Sack, ey. Ja, ich hoffe, ich habe den so weit geschädigt, dass der nur den anderen auf dem Sack geht. Und ich mir nicht, war nicht schon wieder, ey. Rot auf Rot, hier müssen wir lang. Danke fürs Anschubsen, meine Freunde. So, da liegen auch schon richtig viele Teile rum. Los, weg hier, ey. Fahrt mal in euch rein da hinter mir. Komm, macht mal was. Crasht mal ein bisschen hier. Lass mich mal in Ruhe hier vorne zu Ende meine Runden fahren. Jo. Und super Nitro, super Boost hier. Nein, und oh, voll reingefahren in den Kerl. Super. Naja, natürlich überholt mich der Herr Olsen. Nee, ist der Ethan Scott. Na gut, er darf. Ah, scheiße. Ich wollte ihn gerade schön ins Heck reinfahren. Oh, wow. Oh. Gut, der hängt da irgendwie auch fest, war frei. Ein neuer Spitzenreiter drückt jetzt mächtig auf der Lukas, verpiss dich. Boah, alter Schwede, ey, das ist ja nicht mehr feierlich hier, was hier abgeht gerade. Drei Runden noch zu fahren. Ich hoffe, die halte ich noch durch. Wobei, mein Auto sieht ja noch einigermaßen gut aus. Dafür, dass ich gerade so viel einstecken musste. Trotzdem noch Zweiter. Sehr cool eigentlich. Boah, das war knapp. Das war knapp, ey. Das war in der Luft. Aber sowas von knapp aneinander sowas von knapp aneinander vorbeigesprungen. Das wollte ich eigentlich sagen. Gut, dafür habe ich ihn jetzt getroffen. Dafür gibt es aber leider keinen Crash-Bonus. War ein Scheiße. Aber gut, ich habe einen gekillt in der Luft. Sah auch bestimmt für euch schön aus. Zwei Runden, ey. Na gut, das halte ich aus.
Nee, wir machen dann lieber Außenansicht hier, oder? Innenansicht? Was? Fahren wir doch mal ein bisschen so, was soll's. Auch noch nie gemacht. Ein bisschen von innen durch die Strecke fahren hier, ein bisschen rumheizen, ein bisschen springen. Warum auch nicht? Handbremse ziehen, einmal rundherum die Kurve und Nitro Boost raus hier. Sieht natürlich sehr geil aus mit den Flammen hier vorne, muss ich sagen. Wow, 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 ist aber auch irgendwie schwieriger. Wobei ich so auch echt gerne Autorennen fahre, aber so die Crash Demolition Race, was auch immer Dinger sind, echt schwer so zu fahren. Ich glaube, ich fahre wieder von außen weiter. Jetzt komme ich einfach besser klar mit der Kurve hier zum Beispiel. So, Nitro. Ich habe kein Nitro mehr, schade. Dann sparen wir mir ein bisschen Nitro. Sollten wir ja auch hinkriegen. So, driften hier ein bisschen rum. Raus hier, wunderbar. Und wieder Sprung. Nicht in die Wand fahren, nicht in das Auto fahren. Sehr gut. Gut, der ist gerade vorbeigesprungen. Der fliegt über mit rüber. Sehr gut. Ja, und jetzt hier mal ein bisschen Boost, sonst treffe ich den, glaube ich. Gut. Und der letzte Sprung für diese Runde, würde ich sagen. Rot auf Rot. Gut, keiner in der Luft. Sehr gut, das war's. Ihr habt gewonnen. Der Sieger steht fest. Hammer. Hammer, sehe ich auch so. Natürlich bin ich wieder Erster geworden. Cooler Shit. So, Zweiter ist der Gruber geworden. Wer war denn vorhin Zweiter? Ich kann mich nicht dran erinnern. Jetzt fallen wir erstmal mich. Ich bin der Erste, einwandfrei. Ah, hier links steht er. Ne, ist der Dritter, Zweiter. Der Ethan Scott mit seinem Lafayette. Gut, haben wir wieder den ersten Platz geschafft, was ja richtig nice ist. Wieder im 8-Ball-Rennen. Da bin ich anscheinend richtig gut mit der Karre, der Warhawk hier. Cooler Mist, ey. Machen mir richtig Spaß, diese Rennen sind auch echt nicht einfach, muss ich sagen, aber sagen meine ich natürlich. So, gucken wir mal, was freigeschalten wurde. Battersea haben wir, den Trick Rush haben wir mal ganz schön übersehen. Und Rampage in Los Angeles. Gucken wir mal kurz rein hier. Auch in zwei Phasen Rennen, a 3 Minuten. Die fahren wir einfach mal, würde ich sagen. Ne? Was willst du machen? Hier ist wieder die beste Karre, die ich habe. Oh, den Kessler. Ne, die Karre war teurer hier. So, jetzt nehmen wir mal wieder eine andere Farbe hier. Jetzt nehmen wir mal Monster, den Energy Drink. In Los Angeles mit euch. Ihr seid dabei bei Ralfing IP und The Showdown. Ja, ja. Ein schönes Spiel. Hier ist er ja, die Monsterkarre. Bam. Also die Reifen sehen ein bisschen armselig aus, muss ich sagen. Aber zumindest der Sticker von der Nummer sieht ganz nice aus. Und mein toller Überrollkäfig und die Vieh auf dem Dach. Und ach, was weiß der nicht. Und dieses schöne Grün von unserem Bumper vorne. Na gut, man kann sich ja nicht alles aussuchen, von daher auch egal. Gut, ach ja, da fällt mir gerade ein, Destruction Race machen wir, glaube ich, gerade. Dann hängt das Spiel ja immer so ewig bei den Ladezeiten. Ah, das habe ich mir gerade völlig verpennt. Aber gut, dann warten wir mal. Ich kann euch in der Zwischenzeit ein lustiges Liedchen pfeifen. So, hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's super klasse. Jetzt hier wieder der obligatorische schwarze Bildschirm. Ah, warum sie das bis heute nicht gefixt haben, ich schnall's nicht, ey. Ich hab's echt, ich verstehe es nicht, aber egal. So ist es nun mal, müssen wir mal einfach so hinnehmen und hoffen, dass wir jetzt gleich losstarten dürfen. Ich glaube, 3 Minuten haben wir pro Phase, wenn ich mich nicht täusche. Und auf die Fresse, würde ich sagen, ne? Komm, warte immer vor hier. Blinde Zerstörungswut, irgendwann muss ich doch treffen, hier komm. Ja, einen habe ich getroffen, sehr gut. Was ist eigentlich das für ein Sandbowl hier? Fahr mal ab, lass mich in Ruhe. Komm, lass mich hier durch. Au, den habe ich abgekriegt. Ab und nochmal rein hier. Ja, komm, komm, komm. Irgendwann muss ich doch treffen. So, wo ist denn so ein Pussy-Auto, was ich ja mal wegrammen kann? Weil ich bin ja gleich tot hier. Okay, das war's für mich. Das war dann wohl doch kein Pussy-Auto. Wobei, das ist dieser Kleine, ne? Aber der hat irgendwie mich erwischt, der Sack. Dritter bin ich nur. Okay, ich habe keinen gekillt gerade, was echt schade ist. Oh, komm schon. Warum hab ich den denn nicht erwischt, ey? Ich brauch Punkte! Na also.
Ich muss nur lauter nach Punkten schreien anscheinend. Nein, scheiße, ne? Gerade verpasst, ey. Der kommt gerade frisch hier aus der Box raus. Wow, hört auf mich zu drehen, ey. Es gibt nur Punkte für euch und nicht für mich. Ich will Punkte! Nein, 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 oh, vorbeigefahren, ey. Komm hier, ist doch irgendwo ein Opfer, muss hier da an der Planke stehen. Na also, geht doch. Na also, das war doch auch fein hier. Nochmal 600 Punkte abgeräumt, hier nochmal von Teil drauf. Komm. Ah, du Sack, ey, da hat er mich auch ganz schön erwischt, ey. Hau ab, ja, Yokokamoto, Motomato. Also der Kommentator hat auch einer der Waffe, muss ich sagen, hier. Wow. Ja, okay. Ich glaube, die letzte Minute müsste gleich anbrechen. Dann gibt es eine doppelte Punktzahl und da ist es sehr sinnvoll. Gibt es da schon eine doppelte Punktzahl? Ich sehe sie mir nicht. Sehr sinnvoll, mit dem frischen Auto reinzukommen. Gut, den sind wir ganz gut aus dem Weg gegangen hier. So, ich hab hier noch, komm. Doppelte Punkte. Komm, hau ab, Cruz. Lass mich in Ruhe. Nein, vorbeigefahren am Cruz, schade. So, komm, einer geht noch. Irgendwo. Oh ja, und dann auch gleich ein Kill. Einen kompletten Takeout habe ich nochmal gestartet hier. Und nochmal einen drauf, ja, einwandfrei. Gute Runde, gut gemacht, Ralf. Darf ich mir mal selber auf die Schulter klopfen? Ralfinger, erster Platz mit 12.110 Punkten. Puh. So, wow, gleich mal 5.000 Punkte vor dem nächsten Platz. Da habe ich aber ordentlich Gas gegeben. Wer ist denn hier der Zweite? Der Ethan Scott mit seinem Lafayette. Alles klar, ey. Puh, mein Erzrivale, der Yamato Kato, ist irgendwie Letzter geworden. Die Pfeife hat das irgendwie nicht so drauf hier, muss ich sagen. Das Ganze, ne? Naja, gut. Ich würde sagen, wie es weitergeht mit der zweiten Runde hier im Zwei-Phasen-Rennen mit dem Battle, sehen wir dann zusammen in der nächsten Folge, nachdem wir Los Angeles Rampage geladen haben mit meiner schicken Karre Nummer 4 von Monster. Bis dann, ciao.